Ein frohes neues Jahr und alles Gute für 2023. Diejenigen von euch, die jetzt hier meine Leseempfehlungen fürs aktuelle Jahr erwarten, die ich immer so um die Jahreswende ja herausbringe, die muss ich leider enttäuschen. Dieses Jahr, da machen wir das etwas anders. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Bobach. Ich sorge für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Ja, und Lesen ist natürlich wichtig und deshalb gibt es auch Buchempfehlungen von mir, aber dieses Mal nur zum Thema Selbstmanagement. Es gibt so viele Bücher da draußen, die sich mit Zeitmanagement, Selbstmanagement und so beschäftigen und ich habe mir gesagt, ich möchte mal da die wichtigsten rauspicken und euch hier empfehlen, und mal so eine Leseliste diesbezüglich nur zusammenstellen. Diejenigen von euch, die aber sagen, ich möchte auch andere Bücher noch von mir empfohlen bekommen, denen kann ich meine Freiheitsimpulse empfehlen. Einmal im Monat gibt es die Freiheitsimpulse und da gibt es jede Menge andere Impulse zum Thema Unternehmertum, Freiheit, Selbstbestimmung, Selbstmanagement und auch immer eine aktuelle Leseempfehlung von dem Buch, was ich gerade lese. Dazu könnt ihr euch anmelden auf meiner Seite unter larsbobach.de. Den Link, den packen wir hier in die Beschreibung zu diesem Video. Also da gibt es dann die Leseempfehlung einmal im Monat. Aber hier geht es jetzt um das Thema Selbstmanagement, die besten Bücher dazu. Und ihr solltet euch unbedingt mit Selbstmanagement, Selbstführung beschäftigen. Denn mein Mantra ist ja, die Grundlage für ein glückliches und erfolgreiches Leben ist gutes Selbstmanagement. Wir müssen lernen, uns gut zu führen. Und in dieser Liste hier, da habe ich nicht die üblichen Verdächtigen, die jeder kennt, zu diesem Thema reingepackt. Ja, vielleicht einen doch. Aber weil von diesen ursprünglichen Dingern bin ich überhaupt nicht mehr überzeugt. Da bin ich gar nicht überzeugt, weil die suggerieren einem ja, dass wenn man nur genug Selbstdisziplin aufbringt, wenn man nur genug Organisation aufbringt, wenn man ein bisschen fleißiger ist und den ganzen Scheiß macht, den irgendwelche Erfolgreichen vor 5 Uhr morgens machen, dass man dann alles erledigt bekommt. Dem ist aber nicht so. Und hier die Bücher, da geht es um wirkliche Selbstführung, da geht es darum, um Prioritäten zu setzen. Da geht es darum, auch mal um Nein zu sagen und zu erkennen, was wichtig ist und so, dass man zu dem anderen halt Nein sagen kann. Und da geht es hier in meiner Liste zum Thema Bücher fürs Selbstmanagement drum. Fangen wir mal an mit einem Klassiker und der ist natürlich doch, das habt ihr bestimmt erwartet, dass der hier auf dieser Liste steht. Ja, Stephen Covey, die 7 Wege zur Effektivität. Ein absoluter Klassiker im Selbstmanagement. Und ich glaube auch, dass alles, was danach veröffentlicht wurde, nach 1997, als das Buch herausgekommen ist, die haben größtenteils von ihm abgeschrieben. Und obwohl das Buch schon über 25 Jahre alt ist, ist es immer noch aktuell. Es hat nichts an der Aktualität verloren, weil Stephen Covey so grundsätzlich daran gegangen ist. Er hat sich nicht mit irgendwelchen Modethemen oder so beschäftigt, gar nicht. Er hat grundsätzlich mal zusammengeschrieben, die 7 Wege, die uns erfolgreicher machen und zu einem guten Selbstmanagement beitragen. Deshalb kann ich euch das nur empfehlen. Mich persönlich hat er total inspiriert. In meiner Bobach-Methodik, in meiner Lebensplanung, im Navi fürs Leben habe ich viel von ihm übernommen. Aber nicht nur mir geht es so, das Buch wurde über 40 Millionen Mal verkauft. Also eines wirklich der erfolgreichsten Bücher überhaupt. Und er hat es ja 1996 sogar damit auf die Times-Liste der 25 einflussreichsten Amerikaner aller Zeiten geschafft. Also Wahnsinn. Und ich kann das Buch nur jedem empfehlen. Es ist eine tolle, tolle Grundlage. Es gibt mittlerweile so dem Zeitgeist angepasst und eine etwas verkürzte Version. Die ist 2021, glaube ich, erschienen. Wenn ihr nicht den dicken Brocken lesen wollt, könnt ihr euch das ja mal angucken. Ich habe es noch nicht gelesen, ich habe es aber bestellt. Ich werde das auch lesen und ich werde hier sicherlich mal auf dem Kanal berichten, ob das auch so gut ist. Also entweder das Original oder die neue, etwas verkürzte Variante. Ein Buch über Nichtstun auf einer Liste für Selbstmanagementbücher? Ja, ganz genau. Björn Kern, der Autor, sagt dazu, nichts tun heißt ja nicht, dass ich nichts tue. Nichts tun heißt, die falschen Dinge sein zu lassen.
Und genau darum geht es in diesem Buch, dass man die falschen Dinge sein lässt. Er hat das Buch autobiografisch geschrieben. Er ist in den Oderbruch, wirklich auf das totale platte Land gezogen, hat sich da einen baufälligen, runtergekommen, fast schon zusammengefallenen Bauernhof gekauft und frönt da dem Nichtstun. Und genau an dieser Reise lässt er uns teilhaben. Und das macht er sehr charmant, sehr humorvoll, immer mit einem Augenzwinkern und viel, viel lachen musste ich, als ich dieses Buch gelesen habe. Und der Björn Kern ist auch wirklich ein klasse Typ. Also ich habe da mit ihm mal ein Podcast-Interview geführt. Das werden wir hier auch natürlich verlinken unten in der Beschreibung. Auch das kann man sich gut mal anhören, weil da erklärt er nämlich genau, was er damit meint. Aber es ist ein Augenöffner, nämlich der Björn Kern, der führt das Leben, was wir uns alle wünschen, mit mehr Zeit, weniger Arbeit und einfach mehr Leben. Das wird ja immer besser hier. Jetzt kommt noch ein Buch zum Pausenmachen dazu, zur Manana-Kompetenz. Genau. Denn produktiv können wir ja nur sein, wenn wir abschalten können. Pausen gehören zur Produktivität dazu. Das ist einfach so. Und die beiden Autoren beobachten oder betrachten diese ganze Sache aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Die Frau Storch, die Maya Storch, die ist nämlich Psychologin. Und der Günther Frank, der ist Mediziner, der ist Arzt. Und von den beiden Seiten gucken die mal drauf und sie geben uns Tipps, wie ein erfolgreiches und ein zufriedenes Leben mit viel Wohlbefinden gelingt. Und das hat viel damit zu tun, mit Abschalten und in sich hineinfühlen. Und wie das funktioniert, und es gibt auch ein tolles Quiz in diesem Buch, das solltet ihr unbedingt lesen. Gewohnheiten bestimmen unseren Charakter, positiv wie negativ. Denn Gewohnheiten, das ist so ein Automatikprogramm, was so automatisiert abläuft, was wir so gar nicht mehr wahrnehmen. Und deshalb ist es ganz wichtig, sich mit seinen Gewohnheiten auseinanderzusetzen. Denn Gewohnheit gehört auch dazu, wie wir uns verhalten, wie wir handeln, wie wir Entscheidungen treffen und wie wir mit anderen kommunizieren, aber auch mit uns. Und so können Gewohnheiten helfen, positiven Einfluss auf uns als Persönlichkeit zu haben, aber auch negativ. Wir können uns auch selber sabotieren. Deshalb sind Gewohnheiten ein ganz wichtiger Bestandteil des Selbstmanagements und der Selbstführung. Dr. BJ Fogg, der hat ein tolles Buch dazu geschrieben und der ist ein Harvard-Professor und der hat untersucht, wie Gewohnheitsänderungen funktionieren. Und in diesem Buch beschreibt er das und das ist die Tiny Habits Methode. Es geht im Prinzip darum, neue Gewohnheiten so klein wie möglich zu machen, ja, diese dann zu feiern, wenn man sie erreicht hat. Ein ganzes Kapitel geht in dem Buch übers Feiern, wie man das macht. Und diese dann langsam zum Wachsen zu bringen. Und er beschreibt in dem Buch ganz toll, wie das geht. Gibt ganz, ganz viele Beispiele von Dingen, die man sich aneignen kann und auch von Dingen, die man sich vielleicht abtrainieren kann oder von lösen sollte. Ein grandioses Buch, wenn man Gewohnheiten ändern möchte. Das ist mit Abstand das beste Buch, was ich in letzter Zeit zum Thema Zeitmanagement gelesen habe. Oliver Berkman hat eine ähnliche Geschichte wie ich hinter sich. Das ist auch noch ganz lustig. Er war so ein Produktivitätsexperte. Er hat dazu eine Kolumne in einem amerikanischen Journal und einem amerikanischen Magazin verfasst. Okay, das habe ich nicht. Aber er hat festgestellt, es gibt kein System, was funktioniert. Es wird nicht der Moment kommen, wo wir alles im Griff haben. Und darum geht es in diesem Buch. Und er schreibt, dass uns das bewusst sein muss, weil das Leben ist so kurz, 4000 Wochen nur, und das auch nur, wenn wir 80 Jahre alt werden, dass wir uns dringend damit beschäftigen sollten, Prioritäten zu setzen, Dinge sein zu lassen und, er sagt, aufschieben lernen müssen. Und dieses Buch ist wirklich sehr schön, sehr selbstironisch von ihm geschrieben. Ich habe es genossen, es zu lesen, weil es auch so ein bisschen die Last von einem nimmt, dass man alles geregelt bekommen muss. Sondern es zeigt auf, dass es quasi unmöglich ist, in unserer jetzigen Zeit alles in den Griff zu bekommen. Und er macht das auf einer sehr, sehr schönen Art und Weise. Und für mich wirklich eines der besten Bücher, was ich in letzter Zeit zu diesem Thema gelesen habe.
Gary Keller ist ein super erfolgreicher Unternehmer. Er hat mit Keller Williams das größte Immobilienunternehmen der USA aufgebaut. Und er gibt in seinem Buch The One Thing, gibt er genau sein Geheimnis, sein Erfolgsgeheimnis weiter. Und das ist so einfach wie genial. Suche dir die eine Aufgabe aus, die dich deinen Zielen näher bringt und ignoriere den Rest. Viele Anekdoten drin, viele Beispiele und ein absolutes lesenswertes Buch für das Selbstmanagement. Dieses Buch von Dobelli ist ein Must-Read im Selbstmanagement, weil er beschäftigt sich mit wichtigen Themen: Ablenkungen, Energieräuber und Zeitfresser, die Newsindustrie. Dobelli zeigt in dem Buch auf, was die Newsindustrie mit uns macht, warum wir nur mit schlechten Nachrichten bombardiert werden, dass wir depressiv werden, dass wir entscheidungsunfähig werden, wenn wir uns nur mit News beballern lassen. Und Dobelli selber macht seit über 10 Jahren einen Newsverzicht. Er verzichtet auf Nachrichten. Und ich habe das Buch 2020 gelesen und mache es seitdem auch. Und ich kann es nur jedem raten, verzichtet auf Nachrichten, lest das Buch von Dobelli und ihr werdet merken, ihr werdet ruhiger, gelassener, fokussierter und die Gedanken werden einfach positiver. Die Sinnfrage nach dem, warum ich irgendetwas tue, ist essentiell im Selbstmanagement. Wie soll ich ohne das Warum wissen, was meine Ziele sind? Wie soll ich ohne das Warum wissen, was ich erreichen will in meinem Leben? Und wie soll ich, ohne dass ich mein Warum kenne, wissen, was mich motiviert? Und deshalb ist das Warum auch im Selbstmanagement das A und O. Damit fängt alles an. Und Simon Sinek beschreibt ganz toll, wie wichtig das ist. Und das ist natürlich aus einer Wirtschaftssicht geschrieben, aber wir sollten uns auch selber damit beschäftigen. Wir müssen uns selber darüber Gedanken machen, was ist unser persönliches Warum? Und ich kann nur sagen, ich habe das Buch, das ist schon länger her, gelesen und ich habe mich damit beschäftigt. Und als ich mein Warum gefunden habe, als mir klar war, was ist mein Sinn in meinem Leben, ging es plötzlich alles wie von alleine. Alles fiel plötzlich an den richtigen Platz und genau das wünsche ich euch auch. Deshalb ist dieses Buch so wichtig im Selbstmanagement, weil wenn das Warum klar ist, dann geht alles viel, viel leichter von der Hand. Da hatte ich mir wirklich lange Gedanken zugemacht. Und es ist irgendwie komisch, sein eigenes Buch in so einer Liste zu erwähnen. Aber ich habe mich dafür entschieden, weil ich hätte es auch andersrum komisch gefunden. Hätte ich es nicht erwähnt, wäre es ja auch irgendwie komisch, weil ich bin doch überzeugt von meiner Selbstmanagement-Methode, von der Bobach-Methodik zum Selbstmanagement. Und daher, ja, auch mein Buch, die 7 Geheimnisse erfolgreicher Unternehmer, gehört auf diese Liste. Hier möchte ich gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Ihr könnt euch eine kostenlose Leseprobe auf meiner Seite runterladen. Ihr könnt das Hörbuch ganz, ganz günstig auf meiner Seite kaufen. Und bitte, ich freue mich immer über Feedback zu meinem Buch. Ja, das war sie, meine Liste der wichtigsten Bücher fürs Selbstmanagement. Jetzt würde mich natürlich interessieren, was haltet ihr von den Büchern? Feedback wäre toll, hier in den Kommentaren, ich freue mich darauf. Und natürlich auch, welche Bücher empfehlt ihr? Welche Bücher haben euch im Selbstmanagement wirklich weitergebracht? Ich freue mich auf unseren Austausch und ich sage mal, bis zum nächsten Video wünsche ich euch natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Macht's gut. Ciao.